Metalheads, wir und ganz viele andere Kollegen organisieren gerade für euch das Full Metal Mountain. Das ist nämlich ein Festival in Österreich im Nassfeld und das Besondere an diesem Festival ist, es verbindet Wintersport und Heavy Metal. Jetzt haben wir schon voll viele Mails bekommen, ey, ich würde voll gern kommen, aber ich kann gar nicht Skifahren oder boah, ich komme wegen der Mucke, aber meine Frau hat gar kein Metal. Leute, das ist gar kein Problem. Wir trainieren euch, wir bereiten euch für das Full Metal Mountain vor. Wir machen nämlich das Full Metal Mountain Trainingslager und in 10 Folgen hier auf YouTube möchten wir euch sowohl die Locations, den Wintersport und die Heavy Metal Musik und das Rahmenprogramm natürlich auch vorstellen. Das Problem ist, wir sind hier in Norddeutschland. Wir haben weder Schnee noch die richtigen Locations. Aber wir haben waschechten Ösi, mich, Servus. Darum fahren wir jetzt in die Skihalle nach Bispingen und sagen mal, was abgeht. Na, wie war deine Abfahrt? Hey, super! Ich hab's doch noch etwas drauf. Sehr gut. Erstes Jahr holen meine Mountain eine Stunde zum Snowboard-Unterricht und seitdem wird's immer besser. Die letzte Abfahrt hat nicht voll die krassen Stunts gemacht, so, wenn wir das nicht in die Zeitlupe. Also wie du weißt, das Wichtigste beim Snowboarden ist Sprung, Knie und Hüftgelenke. Abgewinkelt, Oberkörper gerade und du guckst mega, Marie. Und du guckst immer in Fahrtrichtung. Du gibst jetzt einfach mal die Hände und wir versuchen jetzt mal zusammen ein paar Kurven fahren und mal gucken, wie das klappt. Ansonsten bekommst du beim Full Metal Mountain noch den Snowboard-Lehrer. So, und jetzt Gewicht nach vorne, wie wir es besprochen haben. Und dann guckst du zu mir und drehst dich rüber. Ja, genau. Voll Pro! Voll Profi, ey! Ja, jetzt mal der wichtigste Schwung ist der Einkehrschwung, würde ich sagen. Und jetzt gucken wir mal, was es hier typisch Österreichisches gibt. Strandkalgulaspitsche. Ja, vier Wille gehen auch noch. Ich schwamm mal Gulasch, der Fatze. Ah, Kaspressnädelsuppen bitte. Ah, zweimal die Kasnocken. Wow, tatz mir die Breljausen her. Ah, Brezensuppen, bitte. Ah, Wiener Schnitzel für zwei. Einmal die Rändling. Ah, tatz mir noch einen Almkas dazu zur Breljausen, bitte. Ja, als Nachspeise ein Germknödel. Habt ihr die Schupfnudeln in einer kleinen Portion? Meister, wo bleiben wir auf die Flying Hirsch? Dann nehmen wir bitte eine runde Obstler. Ah, noch ein Skiwasser, bitte. Eine Runde Jagertee, bitte. Das darfst du nicht zu laut sagen, sonst machen wir den ganzen Laden. Maren, bist du aufgeregt? Ja, ganz toll. Und ich habe ein bisschen Angst, weil ich noch nie Ski gefahren bin. Wir treffen ja gleich Sebastian und der zeigt dir. Ja, ich freue mich, dass ich einen Skilehrer an der Seite habe, der mich ein bisschen einweist und mir sagt, was ich tun muss. Das macht es vielleicht ein bisschen einfacher. Genau, kommst mal mit. Ich packe hier meine Ski. So trägt man keine Ski, Maren. Vielen Dank. Ich nehme sie mal hier oben und nehme sie dann so ein bisschen wie ein Stock. Okay. Genau. Da, wo oben abgerundet ist, das ist oben. Okay. Ja, also vorne. Hinten ist eine klare Kante. Ja. Und jetzt haben wir hier vorne so einen kleinen Überstand am Schuh. Mit dem hauen wir hier vorne kräftig rein. Und dann gehen wir mit der Ferse hinten richtig runter, dass es so ein schönes Klickgeräusch macht. Zack, genau, und jetzt stehen wir fest drin. Wir wollen die Kontrolle über die Ski haben.
Der Skischuh ist auch so geformt. Wir können uns schön mit unserem Schienbein schön vorne locker in den Schuh reinlehnen und können auch mal richtig ausprobieren, wie weit das geht. Wir können uns richtig schön nach vorne lehnen. Und dann wirst du merken, irgendwann gehen die Ski vorne hoch und jetzt heißt Kontrolle verlieren wir. Ja? Es reicht, wenn du im Oberkörper gerade bist und schön mit dem Schienbein in den Schuh locker reingelehnt. Je weiter wir mit den Fersen hinten auseinander gehen und je mehr Druck wir mit den Knien hier so nach vorne bringen, desto stärker bremsen wir. Ja? Da wir keine Stöcke haben, können wir nicht einfach so parallel dastehen und uns nach vorne schieben. Ja, wir machen weit auf, stehen in V-Position und gehen jetzt erstmal rechts nach vorne auf die Innenkante, links vor, rechts vor, links vor. Genau. Drückst dich von rechts nach links ab, lässt dich da auch schleifen, rechts rüber, links rüber, rechts rüber, links rüber. Zack. Und dann schleife ich da. Und dann andersherum. Zack. Jawohl. So, jetzt machen wir unsere erste kleine Abfahrt nach unten. Stellst dich richtig gerade runter. Jawohl, sehr gut. Und hast jetzt einen sicheren Stand. Kannst mal richtig so in die Knie gehen und drücken und merkst dir, okay, bewegt sich nicht. Genau. Wichtig, Gewicht nach vorne zwischen die Ski. Sehr gut. Und brauchst doch gar nicht bremsen. Lass mal auslaufen. Wir fahren mal mit dem Lift nach oben, mit dem kleinen. Okay. Genau, wir schieben uns jetzt langsam drauf, können schön nebeneinander stehen. Wunderbar. So. So. Ja. Sehr schön. Und stehen bleiben. Richtig auseinander. Jawohl. Und wieder auseinander. Sehr gut. Das ist die Skitaufe. Kurzes Fazit. Maren ist den Berg runtergefahren. Also wir hatten Metal bei der Herfahrt, Schnee hier im Snowdome und jetzt warten wir nur noch drauf, dass wir ins Nassfeld können zu Full Metal Mountain. Yeah! Danke auch nochmal an den Snowdome Bisping. Wir kommen bestimmt nochmal wieder, weil wir müssen noch ein bisschen mehr üben, ne Maren? Ja, das auf jeden Fall nochmal probieren. Mountain! Mountain ist das neue Wacken, ne? Ja. Mountain! Schön.